So, jetzt habe ich wieder gerade was Neues entdeckt. Julian hat heute nämlich bei den Burgern, die er uns gemacht hat, den Käse aufgebraucht. Und jetzt zeige ich euch mal, es gibt wirklich Scheiblettenkäse in komplett fettfrei. Einmal haben wir American Style und einmal haben wir hier Sharp Cheddar. Die probieren wir mal aus und wir werden berichten. So, und da hinten waren wir schon mal bei den zwei Käsetheken und jetzt hier fängt schon wieder eine neue an und da, wo der breite Herr davor steht, und die geht einfach mal nochmal bis da hinten. Es ist unglaublich, wie viele Käsesorten es hier gibt. So, und die beiden hier, einmal den Cheddar-Käse und den Swiss-Käse, beide natürlich auch fettfrei, mache ich mir morgens mit einem bisschen Obst, so wie Weintrauben oder sowas. Dann mache ich Käsepika draus. Und jetzt habe ich gerade eine Alternative entdeckt, die ich mir morgens zum Frühstück machen werde. Nämlich, seht ihr das? Wartet mal. Hier gibt es ganz viel Sushi abgepackt. Das gibt es in Deutschland auch, aber ich mache das irgendwie zu Hause nie. Und jetzt gibt es bei mir ganz normale Maki mit Lachs zum Frühstück morgen. So, und ich habe in Deutschland ja gerade immer kleine Würstchen gegessen. Und jetzt hat Julian gerade was für mich gefunden. Nämlich, wisst ihr denn? Zu 97% fettfrei so eine Würstchen. Einfach schneiden oder mit Ketchup, mit ja. Light Ketchup hier, ne? Und dazu halt fettfreier... weiß nicht, kann man in die Pfanne hauen, ja, überbacken oder wie auch immer, Mozzarella und Cheddar, fat free. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ist schon ein bisschen einfacher hier, würde ich sagen, clean oder beziehungsweise kalorienarm zu essen. Ja. Natürlich muss man auch mal überdenken, dass wir hier ungefähr für 4 Billionen Euro oder Dollar Käse. Ja, das müssen wir aber auch sagen, ne? Das ist extrem teuer. Also ich meine, für einen Käse $5.50, ja. Also was heißt, 3,50 Euro, 4 Euro ist... Ja, es ist halt fat-free und so weiter, aber ich meine, genau. Die anderen Sachen sind auch so teuer, aber man muss immer sehen, viele denken auch so, ja hier, Beef Jerky und so weiter, hier, guck mal. Auch die die nachgemachten Firmen, oder ich weiß nicht, ob das zuerst da war, keine Ahnung. Kostet einfach mal auch $6.09, also ja. Das ist jetzt nicht irgendwie besonders günstiger als in Deutschland. Und vor allem, also Lebensmittel sind hier wesentlich teurer und viele, die sich in Deutschland beschweren, ja, also das sind die Preise vom absoluten Bio-Super, weiß ich nicht was, Markt, ja, also vom absoluten Es gibt ja auch ein paar Produkte, die sind natürlich billiger, aber die sind alle nicht fat-free, ne, oder so, also alles, was halt normal ist, ist halt auch normal teuer. Ja, aber geht's, guck mal, hier auch ganz normale Burger, bisschen No-Name so hier, ja. Für mal 8,60, wenn man so, fällt mir nur gerade auf. Ja, oder schon ein bisschen teurer ist es auf jeden Fall. So eine Publix, so eine eigene Marke von denen, ja, Publix. Also wieso? 9,79 kostet in Deutschland, ganz ehrlich, 2,99, wenn überhaupt. Ja, ja. Wenn überhaupt. So. Also nur mal ein Beispiel, darum immer nicht rumheulen. Zumindest die No-Name-Marken. Ja. Ja, hier sind die Leute ärmer dran sozusagen. Und wer mich kennt, der weiß, ich esse unglaublich gerne Apfelmus. Und in Deutschland finde ich es immer so schwer, Apfelmus zu finden, der ungesüßt ist, also nicht nochmal extra gezuckert ist, sondern wo die Äpfel so drin sind, also der Fruchtzucker, der ganz normale drin ist. Und hier gibt es halt unsweetened Applesauce sozusagen. Und das kostet also zwei Stück im Sonderangebot halt $5. Also 3 Euro, weiß ich nicht, 70 oder sowas. Das ist völlig in Ordnung. Ich meine, ein Glas Nortrin, ungesüßte Datrinfrüchte kosten schon 1,99 oder so. Deswegen, und da sind, weiß ich nicht, 50 Gramm drin immer gefüllt. Hier sind 1,3 Kilo drin. So, wie ihr seht, sehen wir Millionen von Soßen und Ketchups. Und hier kommen die Mayonnaisen. Das ist unglaublich. Und wir steuern jetzt mal direkt auf den Heinz Reduced Sugar Ketchup zu. Der ist super lecker. Wir hatten den beim letzten Mal schon mitgenommen. Und deshalb bin ich extra heute noch hergekommen, um den zu kriegen. Und das hier ist immer die Krux. Habe ich gerade was gefunden, wo ich immer total drauf anspringe, wenn da steht bei Mayonnaise, weil ich die so gerne esse, Low Fat. Und dann steht da nur 15 Kalorien, 1 Gramm Fett. Und dann guckt man hinten drauf. Und dann steht da auch nur 2 Gramm Kohlenhydrate auf dem ganzen Ding. Ja, und dann guckt man sich den Serving Size an. Das ist nur ein Teelöffel und sind 15 Gramm. Und wenn ich das auf 100 hochrechne, dann ist da doch ein bisschen mehr drin, als man im ersten Augenblick vielleicht denkt. Hier habe ich die Pop-Tarts gefunden. Die gibt es bei uns im Supermarkt auch immer vereinzelt. Hier gibt es leicht mehr Sorten davon und auch die günstigere Einkaufsalternative von dieser Marke Publix. Und
Die steckt man meinetwegen in den Toaster oder aber auch in den Ofen. Und dann gibt es die zum Beispiel in den Sorten Chocolate Fudge, Blueberry, Brown Sugar, Cinnamon, Confetti Cupcakes. Unglaublich, was es hier gibt. Cookies and Cream ist Cream, ja. Scream sollte man bestimmt wegen dem Zucker, der da drin ist. Aber auf jeden Fall gibt es da ein paar Sorten mehr hier. Es ist unglaublich, was die Amerikaner alles haben. Und das hier ist das leicht kleine Regal. Es geht bis da hinten, ich glaube es nicht, an Cerealien, also an Cornflakes und Co. Das haben wir alles gar nicht. Es ist unglaublich, was es zu Pfirten gibt. Auch die Sorten haben wir, Kelloggs und so. Aber es ist schon extrem. So, Julian hat mich eingeholt. Die sind natürlich immer übelst up to date, sozusagen. Also alles, was irgendwie auch nur gesund sein könnte oder das Ungesunde wegstreichen könnte, wird extrem herausgehoben. Ja, seht ihr hier an den ganzen hier zum Beispiel. Das ist alles Grape Nuts. Hier, guck mal, 5 Gramm of Protein. Ja. 2/3 davon aus Vollkorn. Und Morning Energy gibt dir ganz krasse morgendliche Energie. Ja, die Claims, genau. Die Claims sind immer am besten, aber vor allem auch die Inhaltsstoffe. Ja. Das ist super interessant, wie die das machen. Und ja, das ist, keine Ahnung, also sehr, sehr kreativ, das Beste aus sozusagen ja, nicht coolen Sachen rauszuholen, damit es noch irgendwie gesund klingt. Omega-3. Genau. Das ist immer super. Omega-3 und so weiter und so weiter. Also alles hat irgendwie auch alles hat irgendwo auch Vorteile, ne? Die gehen halt immer, also auf jeden Fall Ballaststoffe hoch, gesättigte Fette runter, zum Beispiel nur 99% gesättigte Fette, ja. Immerhin 1% nicht und so weiter. Also das ist super interessant. Du hast, Sekunde. Ja, den habe ich auch schon gesehen, aber magst du Erdbeer? Wo willst du den drauf machen? Das ist mir doch wurscht. Weil ich habe hier gerade den Hershey's zuckerfrei. Also ich bin die zwei aus der ersten Reihe geklaut hat. Ja, sehe schon. Dann mache ich mich mal kurz gucken. Den gibt es auch in der Light-Version, aber wenn man Light nehmen kann, kann man auch gleich zuckerfrei nehmen können. Und in der Calcium-Version. genau, das ist auch wieder so ein geil. Beispiel. Wo ist denn das hier? Sugar-free? Vorsicht, da will jemand durch. I'm sorry. Willst du einmal Erdbeeren mitnehmen für dich? Ja, ich überlege. Eigentlich ganz cool. Doch, ich nehm's mit. Ja? Ja. Wo willst du das raufschmieren, frage ich mich jetzt gerade. Dieses leckere Dinger. Was ist das? Oh, was ist das? Nur noch Carbs wie Sau. Ich gucke auch, manchmal lasse ich mich auch noch verarschen. Manchmal gucke ich immer auf, weil da steht immer so fat-free und dann steckt man das ein. Ja, aber dann ballern die Carbs hoch. Das Wort ballern habe ich gerade von dir. Tja. Sage ich sonst nie. Entschuldigt bitte. Ja, ja, klar. So, Julian meinte, ich soll es liegen lassen, aber ich kann schon wieder nicht. Guckt euch mal dieses Regal an mit diesen ganzen Sirups für Pancakes und sonstige Rezepte. Und ja, ich habe ja mein Rezept für Pancakes, Low Carb sozusagen. Und jetzt haben wir noch zuckerreduzierten Mrs. Butler Worsey's Thick and Rich Sirup. Den probieren wir mal. Bei Milch muss ich ja auch ein bisschen aufpassen, wann ich sie nehme. Weil es ja einfach, wenn ich meinen Shake, einfach 300, 400 Milliliter Shake mit Milch trinke, auch ein bisschen mehr Kalorien oder Kohlenhydrate hat. Hier zum Beispiel, seht ihr genauso wieder, dass sie werben mit Fat-Free, Omega-3, Laktose-Free und ich falle auch drauf rein. Und ja, ansonsten würde ich ja immer vor sowas stehen bleiben, hier, wenn mir jemand sagt, 1% Milkfett, Schokoladenmilch. Aber wenn wir das umdrehen, wette ich mit euch, hat es einfach mal 24 Gramm Kohlenhydrate. Dann mache ich lieber meinen Shake mit Whey und Kaffeepulver, würde ich sagen. Aber ansonsten trinke ich natürlich auch morgens, mittags bis nachmittags meistens, auch wenn ich nicht gerade im SESU-Programm bin, trinke ich meine Milch also auch noch mit, also zusätzlich oder im Shake Milch. Ansonsten gibt es ja auch noch die Alternative mit Wasser. Das muss ich euch auch nochmal zeigen. Hier oben sind so die kleinen Milchpackungen. Die sind auf jeden Fall schon größer als bei uns eine normale Milch. Und dann finde ich es immer super, die nehmen diese riesen Bottle. Ich weiß gar nicht, wie viel da reinpasst. Das steht noch nicht mal drauf.
Naja, auf jeden Fall total Hammer. So, und jetzt stehe ich hier wieder und suche eigentlich meinen Magerquark und es gibt den hier nicht. Das ist unglaublich. Es gibt Sour Cream, Cottage Cheese, überall Cottage Cheese. Also es gibt echt keinen Magerquark hier. Danach kommt schon der Joghurt, aber ansonsten gibt es den hier anscheinend nicht. So, Julian wieder da. Was gibt's so, bei dir? Hier, schön Eistee, zuckerfrei. Was ist denn das für eine Sorte? Oma, sie wird es nicht gleich runterstellen. Wieso? Dann oder so. Zuckerfreien Ginger Ale. Ui, und was gibt's da? Zuckerfreie Kirsch 7-Up. Ich bin ja da immer nicht so experimentierfreudig, aber Julian steht auf sowas also, total. Aber was ich nicht verstehe, ja? Die Fanta Zero normal bekommen die hin, okay? Alles super. Aber so eine geilen Sorten, müssen nur, ich versteh's nicht. Damit also, ihr seht, worüber Julian redet über die Traubenfanta. Packen die in Deutschland auch nicht. Ich habe mal Fanta Mango Sugar Free. Unfassbar geil. Warum haben die das nicht? Das ist immer eine saisonweise Maus. So, jetzt muss ich es euch doch mal zeigen. Ich suche hier gerade Brot und es ist gar nicht so einfach, weil erstens, ihr seht wieder, der Gang ist ziemlich lang. Und wenn man sich so ein Brot hier mal anguckt, kann man es kaum anfassen, weil es so labbrig ist. Es ist einfach kein hartes Brot. Und jetzt habe ich gerade mal ganz hinten irgendwo gefunden, Whole Grain, also es ist wie Pumpernickelbrot. Es ist endlich mal Schwarzbrot sozusagen. Und daneben habe ich gefunden Strawberry Jam Sugar Free. Das heißt Sugar Free nicht ganz, weil da sind Erdbeeren drin. Und die haben ja Zucker, also Fruchtzucker, aber wenigstens kein künstlich hinzugefügter Zucker. Muss ich auch mal ausprobieren morgen früh. So, und weil ich ja vorhin keinen Magerquark gefunden habe, den ich mir eigentlich auf die Bagels oder aufs Brot schmieren wollte, habe ich hier gefunden Philadelphia Fat Free. Unglaublich, den muss ich dafür mitnehmen, weil wer hier keinen Magerquark hat. Und jetzt stehe ich mit euch, ich muss euch mal umdrehen, so, hier in der übergroßen Bierabteilung. Und wie viele von euch wissen, ich bin überhaupt kein Biertrinker, aber die haben hier auch total viele Light-Bier. Ich glaube, so ein Bud Light hat 5 Gramm Kohlenhydrat. Hier gibt es Bud Light Lemon, hier gibt es das Original. Dann gibt es auch so Sachen wie Miller Lite. Ich glaube, das hat sogar noch ein bisschen weniger Kohlenhydrate. Natural kenne ich jetzt nicht, was das für eine Marke sein soll. Aber auf jeden Fall gibt es ja auch oben im obersten Regal natürlich wieder so eine No-Name-Marken, die ich nicht kenne. Aber ich glaube, ich schnappe mir jetzt hier so einen Kasten und nehme ihn mit. Und das hier ist ja mein Cheat-Day-Traum. Guckt euch mal diese riesengroßen, das sieht man gar nicht. Also ihr denkt jetzt, das sieht so normal aus, aber sie sind eigentlich hier echt riesengroße Pizzen. So wagenradgroß. Boah, lecker, lecker, lecker. Und so viele verschiedene Käsepizza, das ist ja mein Traum hier. Und hier, bis da hinten, sind wir im Eisgang abgeblieben oder untergegangen. Und ihr seht ja, was für riesen Büchsen das hier alles sind, sämtlicher Sorten. Sowas müsste es mal in Deutschland geben. Aber ich glaube, dann würden wir auch so dick werden. Boah. Naja, yummy. Jetzt bin ich mal ein bisschen weiter gelaufen und jetzt kommen wir zu meiner Lieblings-Eissorte, dem Ben & Jerry's Eis. Und hier gibt es ein paar mehr Sorten. Da gibt es sowas wie Pistazie, Toffee Bar Crunch, American Cone Dream, boah, Candy Bar Pie, sieht auf jeden Fall total lecker aus alles. Coffee Bar Crunch, ja, yummy, yummy, yummy. So, und jetzt habe ich mal vorgeschmult für euch, hier habe ich weitere zuckerfreie Süßigkeiten gefunden. Hier gibt es noch Pecan Delights, die hatte ich letztes Mal schon, die sind ziemlich lecker. Die tun sich jetzt zusammen in meinen Wagen mit den Toffee Squares und dem Chocolate Trüffel. Und dann gibt es hier noch die Reese's Sugar Free, die nehmen wir auch mit. Dann gibt es hier auch Sugar Free Hershey's, die gibt es sonst auch mit Karamell, warum hier nicht? Die hätte ich ja jetzt gerne. Und dann, ich bin zwar nicht so der Bonbon-Freak, aber es gibt hier auch Sugar Free Bonbons in sämtlichen Variationen. Und was ich hier drüben gefunden habe, ist, dass Weight Watchers hier sämtliche Produkte selber herstellt. Und hier auch Bonbons, die haben einen Wert von 1, die kann man anscheinend essen. Also darf man, ach genau, man darf einen essen für einen Punkt. Ich habe gerade schon mal auf die Rückseite geschmult, die haben total schlechten Werte. Okay, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das alles hier gesund ist, das will ich überhaupt nicht sagen. Es sind auch alles Zuckeraustauschstoffe für den normalen Zucker, der da drin ist.
Das muss jeder selber wissen, aber das würde ich dann trotzdem nicht essen. So, ich bin hier gerade total aus allen Wolken gefallen. Julian hat mir gerade Schokoladen-Ice-Cream, also meine Lieblingssorte, in die Hand gedrückt. Und da steht auch noch Zero drauf. Das heißt, das ganze Ding hat anscheinend 150 Kalorien. Ich muss jetzt nochmal hinten drauf gucken. Das heißt, wir haben hier Zuckeraustauschstoffe und 5 Gramm Zucker, also 7 Gramm insgesamt nur, aber 5 Gramm sind Zucker, 2 sind Zuckeraustauschstoffe und 0 Gramm Fett. Schatz, wir haben keine Gefriertruhe. Ja, was hast denn du da für eine Sorte? Hallo. Hi. Peanut Butter Chocolate. Oh, ich möchte doch lieber das essen. Maus, ich esse das. Hast du das jetzt? Ja. Da gibt es noch, seht ihr das überhaupt? Mint Chocolate, Vanille Maple, Strawberry Chocolate und Chocolate Peanut Butter. So, ich bin im Himmel. Over and out. Ich muss jetzt leider was essen. Bis dann. Ciao. Machbar oder zur großen Not oder gar nicht? Naja, also. Zu früh gefreut? Ja. Oh nein. Also. Du Arme. Ja, also es schmeckt natürlich nicht wie normales Eis. Gib mir mal einen Löffel. Ja? Ja. Okay. Also das eine. Ich würde es nur beurteilen können. Karamell. Das schmeckt halt irgendwie kalt nach nicht so viel, ne? Da fehlt Süße. Mhm. Also total. Wenn du da ein bisschen Stevia so reinknallst, ich glaube. Mhm. Ja, aber. Also. Nicht unbedingt der Kauftipp, muss ich sagen. Schade. Hm?